Es geht weiter mit Kirby 64 The Crystal Shards. Und wir haben schon die ersten zwei Level abgeschlossen und machen nun einfach mal logischerweise mit dem dritten weiter. Und mal gucken, was uns dort so erwartet. Und das sieht schon interessanter aus. Diesmal scheint es auch ein bisschen mehr in die Höhe zu gehen. Wir bekämpfen hier gerade Raketen mit Raketen. Passt ja perfekt. Hat uns ja beim letzten Bosskampf ja sehr geholfen. Wie das Spiel ja an sich so ist, habe ich ja schon im letzten Part geklärt. Habe ich ja einiges zugesagt, was mir auch so in Erinnerung blieb, was ich über Kirby allgemein so wusste. Und das, obwohl ich noch nie so richtig Kirby gespielt habe. Jetzt habe ich nur einmal Feuer. Ich hätte gerne zweimal gehabt. Oh, aber das könnten wir. Das machen wir jetzt auch. Nein! Ich wollte nämlich gerne... Ach, verdammt. Ich wollte nämlich gerne dann Feuer und Schwert miteinander kombinieren, weil, weiß ich vielleicht, beziehungsweise das ist ja nicht Schwert, das ist ja mehr so Bumerang. Obwohl, Schwert gibt es bestimmt auch noch irgendwann. So als Waffe, das wäre schon cool. Weil ich bin von diesem Bumerang-Paddel nämlich überhaupt kein Fan. Und ich darf echt nicht vergessen, dass es mal ein Nintendo-Spiel ist, bei dem man nicht auf Gegner draufspringen darf. Weil ich denke mal, ja, ist Kirby, ich kann ja draufspringen, wenn er jetzt halt nicht angreifen kann. Dann bin ich noch vielleicht ein bisschen zu sehr an Mario gewöhnt. Ach, du Spast. Hm. Nehmen wir jetzt eben eine Fähigkeit. Ach, das sind die Stacheln. Okay, hier geht's nicht, hier scrollt die Kamera nicht nach oben. Das heißt, ich muss nicht immer an jeder Stelle hier hochfliegen. Perfekt. Gehen wir mal rein da in dieses Schloss oder was auch immer das ist. Das sieht aber wirklich cool aus. Jetzt, nein, ich wollte eigentlich noch deine Fähigkeit mit meiner verschmelzen. Obwohl, das ist jetzt gerade auch nicht so schlecht, weil wir können ja einfach jetzt mal stehen bleiben. Und, komm schon. Nice. Was kriegen wir denn jetzt? Achso, das war hier die Venus-Fliegenfalle, sag ich mal. Und ich habe das nervige Vibrieren mal ausgeschaltet. Ah, schade. Jetzt kann ich da unten an diese Sterne nur nicht dran. Aber na gut, das wäre jetzt ja auch nur Punkte und so. Ich glaube, die sind auch gar nicht mal so wichtig. Kann ich da nach links noch? Tatsächlich. Cool, eine Megamomate. Wird man also mit belohnt noch. Kann man eigentlich irgendwie schneller laufen? Ah, ich glaube nicht. Nee. Weil das wundert mich immer so, weil Kirby läuft ja an sich jetzt schon nicht so mega schnell, dass da vielleicht noch irgendeine Möglichkeit eingebaut wurde. Nee, so würde ich nur... So würde ich nur mal alles abwerfen. Mit L? Auch nicht. Na gut. Dann haben wir ein bisschen langsameres Lauftempo. So, wir machen aber weiter hier. Ich habe doch gedacht, da wird doch noch irgendwas sein. Aber ich vermisse schon wieder die ganzen Kristallsplitter. Wo sind die? Oder, na gut, im letzten Level, da ist einer und ich habe nicht die Fähigkeit. Nein, ich hätte diesen Stachelball weiterhin behalten sollen. Verdammt. Oh, der zeichnet uns was. Oder sie. Ein One-Up. Ich habe mich, glaube ich, einige mich jetzt lieber auf sie. Beziehungsweise vielleicht kriege ich ja noch irgendwas, was ich so am Boden noch kaputt machen kann. Dann kann ich ja nochmal zurückkehren. Auch so eine Art Brunnen. Oh, nice. Perfekt. Dann gehen wir noch ganz kurz zurück. Da haben wir so eine Art Springbrunnen, der hier alles flutet. Und Sterne nach oben befördert. Sieht cool gemacht aus, aber wessen Schloss ist das? Oh, perfekt. Das Spiel ist gnädig. Was? Warum? Muss ich das vielleicht irgendwie von oben machen? Kann ich da überhaupt noch nach oben wieder raus? Ah, gut. Vielleicht muss ich ja nur irgendwie das aus der Luft machen. Obwohl, wisst ihr was? Dann werde ich noch kurz ein bisschen Zeit verbringen, dem Level. Weil ich möchte schon gerne den Kristall haben, weil sonst müsste ich das Level ja nochmal machen. Vielleicht damit... Nein, du Spast! Damit kombinieren. Ich guck mal, was denn sonst noch für Gegner sind. Das bringt mir jetzt ja auch nicht viel. Vielleicht da... Moment. Nein! Mann. Sind hier noch irgendwelche anderen Gegner gewesen? Nee.
Boah, wie kriege ich dann diesen Boden kaputt? Vielleicht hier die, ja, den Bumerang, sag ich mal. Jetzt haben wir den stärkeren Bumerang. Weiß nicht, ob man damit was machen kann. Ich glaube, weil, wie gesagt, das ist auch ein bisschen, alles ein bisschen blind und sowas. Achso, perfekt. Ja, alles gut. Ich habe jetzt gedacht, jetzt brauche ich noch mehr hier. Also ich glaube, ich werde wirklich so ein bisschen meine Zeit brauchen für die Level, aber ich möchte mir die auch nehmen, weil allgemein meinen sonstigen Let's Plays habe ich ja sonst immer geguckt, dass man ja immer vieles dann halt beschleunigt oder vieles rausnimmt, was jetzt vielleicht so ein bisschen langatmig wirkt. Nur ich habe das... Oh, da ist noch ein Splitter. Nur ich glaube, für dieses Let's Play habe ich es wirklich nötig, schon langsam durch die Level zu gehen, weil Kirby ist eben so ein sehr erkundungslastiges Spiel auch. Und ich bin mir sicher, das wird sich bestimmt noch am Ende auszahlen, wenn wir all diese Splitter sammeln. Wie gesagt, ich weiß es selbst nicht, was es letztendlich bringt, aber es wird schon, denke ich mal, nicht falsch sein. Und wenn es ist, einfach auch für den Sammelfaktor ganz nett. Und oh, hier haben wir Kreissägen. Kriegen wir gleich noch irgendeine andere Fähigkeit, sonst bleibe ich nämlich bei der. Na gut, vielleicht hätte die Kreissäge noch irgendeine Fähigkeit gehabt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Davon haben wir eh schon die verbesserte. Das sieht optisch echt nett gemacht aus. Achso, und hier kann ich hochklettern. Okay. Oh, jetzt kann ich dann auch mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn ich jetzt Feuer und Feuer miteinander verschmelze. Oder hatten wir das überhaupt schon? Ach, das war der Vulkan, oder? Oh, nee, das hatten wir definitiv noch nicht. Nee, das ist was ganz anderes. Und, ah, okay, da war noch ein anderer Ausgang, aber das war wohl ein Fake-Ausgang. Oh, und eine neue Cutscene. Es ist King Dedede. Ah, was ist das denn? Und ich werde ihn versuchen, mit der Stimme von Mr. Krabs nachzumachen, weil ich kenne ihn nicht anders. Der wurde bei uns mit dieser Stimme gesprochen. Aber schon wieder ist die dunkle Masse dort. Hey, gib mir den Kristall. Was machst du mit mir? Boah, jetzt bin ich voll riesig und böse. Ich werde dich fertig machen. Spaß. Okay, ich glaube, ich mache jetzt schon... Der danzt hier zu Tode. Was ist das? War das echt alles? Und ich glaube, es ist auch oft eine Tradition, dass in einem Kirby King Dedede der erste Boss ist. So ein richtiger Phönix hier. Mach mal was. Da muss ich jetzt sonst wirklich killen, ohne dass du irgendwas machst. Oh Gott, es ist ein Zwirrfinst. So gesehen, er kann auch seinen Bauch als Mund nutzen. So, nimm das. Gut, ich glaube, mehr hätte der sowieso nicht gemacht. Komm schon, geh kaputt. Und gib mir deinen Splitter. Haben wir auch wieder drei Stücke bekommen in den Level. Sehr gut. Was ist passiert? Sind die bescheuert, darunter zu springen? Das Dübel ist auch noch Selbstmord begehen. Ach, ach, scheiß Gruppenzwang. Das sterbe ich jetzt eben auch. Oh, dann leben doch noch alle. Okay. Sehr schön. Leben die doch noch alle. Und? Oh, wir haben was bekommen. Zum ersten Mal eine Fragezeichenkarte. Was bringt die denn? Auf jeden Fall haben wir jetzt auch wieder alles bekommen. Oh, das scheint wohl ein Boss zu sein. Ich sehe schon an dem Totenkopf und... Ich glaube, die Tradition wird mal wieder fortgesetzt, wer der erste Boss ist. Ja, es ist Wispy Woods. Und ich denke mal... Ach doch, ich mache die ganze Zeit lang Schaden. Oh, ich muss was zurücknehmen. Ich habe ja... Obwohl, nee, Moment. Doch nicht zurückgenommen. Ja, ich hatte ja gemeint, wenn man getroffen wird, dann verliert man ja seine Fähigkeit. Aber das gilt wohl nicht für alle Angriffe. Also man kann... Es kommt halt mal drauf an, wie man getroffen wird. Und ich sterbe hier schon fast. Nein. Ich bin ja gleich tot. Dann müssen wir ihn eben auf herkömmliche Weise besiegen. Wie es gedacht ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich der einfachere Weg. Vielleicht war es auch so gedacht. Weil jetzt sterben die nämlich so weg, Dinger. Aber ich finde das auch cool, wie man dann so hier so im Kreis praktisch läuft. Das erinnert mich sehr an Sonic Rush, an so ein paar Bossen. Und hier hat man das eben... auch nochmal fortgeführt. Beziehungsweise nicht fortgeführt, das Spiel ist ja viel früher erschienen.
Wie hat man so eine Idee auch schon gehabt? Und oh, er spawnt Äpfel. Oh Gott! Oh! Bis hierhin habe ich auch nur Probe gespielt. Da, also nach dem Kampf habe ich auch nicht mehr weitergemacht. Das ist ja schon Wochen her, als ich das hier angespielt habe, das alles. Weil ich habe mir das Spiel ja hier runtergeladen und habe es dann schon mal direkt angespielt. Das Let's Play hätte nämlich auch schon viel früher starten sollen. Viel, viel früher. Das hatte ich eigentlich schon so für November, Dezember so angesetzt. Nur, da hat sich alles ein bisschen verschoben, weil dann hatte ich ein bisschen... Weil da hatte ich ja auch mal meine lange Let's Play-Pause, die aus dem Nichts kam. Weil ich eben so ein bisschen, ja, ich war eben nicht so ganz gut auf der Tour, sag ich mal. Und brauchte einfach mal eine Pause. Dann fing die Uni halt an, da brauchte ich auch mal so ein bisschen meine, ich sag mal, Einarbeitungszeit. Und dann wurde auch so plötzlich Mario und Luigi Paper Jam Bros. Für Anfang Dezember angekündigt. Und das habe ich dann in dem Spiel... Oh doch, ich dachte schon, ich wäre jetzt tot. Das habe ich dann in dem Spiel dann doch noch eher vorgezogen. So, das war's. Das war aber knapp. Wow. Und gib mir den Crystal. Es ist ja parasiert. Nein. Vielleicht setzen wir tatsächlich den Parasiert zusammen. Ich hoffe nicht. Das wäre wirklich scheiße. Der wird immer größer. Oh, und es ist ein Zugang in die nächste Welt. Cool. Ich bin ja auch gespannt, wie lang das Spiel so sein wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt den nächsten Planeten, nämlich Rockstar. Level 2. Und ab hier habe ich gar keine Ahnung mehr, was hier so abgeht. Auf jeden Fall haben wir auf Popstar alles eingesammelt. Sehr schön. Ach so, wir behalten aber die KP. Und der Stil erinnert mich gerade. Ich weiß, das ist, glaube ich, aus Grafik- oder ressourcentechnischen Gründen so gemacht, aber das erinnert gerade so ein bisschen an Paper Mario. Die Musik ist schön. Dass der Hintergrund so ein bisschen zweidimensional wirkt. So, was bekomme ich denn jetzt? Ach so, der Feuerpfeil. Sehr gut. Ist das hier Zelda? Ich behalte jetzt mal die Feuerpfeile, weil ich glaube, hier so ein bisschen auf Distanz zu kämpfen schadet nicht. Obwohl, oder ich versuche zweimal die Stacheln zu bekommen, weil das hatten wir bisher auch noch nicht gehabt. Weil ich hätte jetzt nämlich die Möglichkeit dazu. Komm schon! Oh Gott! So! Oh mein Gott! Das ist mal ein Taschenmesser! Aber ein richtiges! Wow! Und ich liebe einfach diesen Humor des Spiels. Oh Mann, jetzt sehen wir das nochmal in voller Blüte. Eine Gabel, ein Bienenstachel. Okay, ja. Ist das cool. Das ist so an Kirby auch mal das Besondere. Das hat so diesen speziellen Humor einfach. Und okay, wir sind wieder ein bisschen safe. Aber ich würde sagen, wir gehen mal auf die Suche nach neuen Fähigkeiten. Ach man, das war jetzt ein bisschen blöd. Gib mir mal deine. Achso, das war gar keine Fähigkeit. Den haben wir auch schon. Was könnt ihr denn so? Ihr gebt mir auch nichts. Mann, ich will Fähigkeiten. Aber neue. Gib mir Fähigkeit, ich bin abhängig von dem Stoff. Da oben ist doch bestimmt was, oder? Nee, doch nicht. Ey, das sieht aus wie das Haus von Thaddäus. Dann stören wir mal lieber nicht. Aber gut, ich höre keine Klarinette. Der scheint wohl eh nicht da zu sein. Und hier ist auch bestimmt oben irgendwo was. Was ist das? Was ist das Auge da unten? Egal, ich nehme jetzt einfach den Kristallspiel. Ich habe noch gedacht, da wird auf jeden Fall einer sein. Ich kann das nicht einsaugen. Dann bleibe ich lieber hier oben, weil hier sind schön viele Sterne. Sind eh nur diese Gegner unten. Und sonst nichts. Dann bleibe ich lieber schön hier oben. Ah, nein! Obwohl, du kannst mir mal deine Fähigkeit geben. Okay, wir sind jetzt ein Golem. Okay. Moment mal, da unten ist doch was. Oder ist da... Nee, doch, da ist ein Eis. Cool.
Und ich wollte eigentlich seine Fähigkeit. Mal schauen. Nice. Denn jetzt können wir. Okay, wir sind jetzt ein riesiger Steingolem. Cool. Kann ich damit die Dinger kaputt machen? Nee, okay. Hätte ja sein können. Man muss ja ein bisschen rumexperimentieren. Schade, dass das gerade kein Meersalzeis war. Wäre bestimmt lecker gewesen. Ich habe wieder so einen kleinen Mini-Boss. Und ich glaube, die Fähigkeit, die ich gerade habe, ist nicht gerade die beste für den Kampf. Oder? Obwohl doch, wir machen die ganze Zeit lang Schaden. Nice. Gib mir den Kristall. Den Crystal. Den Parasiert. Ich kann mich nicht einigen. Der hat so viele Namen gehabt. Okay, es gibt kein Zurück mehr. Wenn jetzt eher am Ende ein Boss ist, dann haben wir soweit schon mal alle Kristalle. Es ist ein Autoscrawler. Nein. Nein. Was ist das für ein Gesicht da hinten? Sieht komisch aus. Oh, oh. Oh, das war knapp. Oh. Warum muss uns hier alles tot sehen wollen? Warum muss uns das... Ist, glaube ich, richtig gewesen, der Satz, aber es klang komisch. Muss uns hier alles tot sehen wollen? Darf ich den Treibsand oder den Sand überhaupt noch nicht mal berühren? Oder darf ich davon noch nicht eingequetscht werden? Hä? Es geht gar nicht raus. What? Ach doch, ich darf den Sand berühren. Hätte ja auch so eine Art Treibsand sein können. Oh, das ist hier für mich freigesprengt. Geil. Cool. Coole Sache. Aber ich gehe nochmal nach links. Ja, okay, da ist nichts. Oh, der Hintergrund mit den Pyramiden. Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Mensch, ist da echt nichts? Nee, tatsächlich nicht. Oh, waren das... Das waren die Gegner. Die gab es auch in Dream... In Kirby's Dreamland. Das waren die... Die darf man nicht angreifen oder nicht so ansaugen, weil wenn die angesaugt werden, dann rasten die aus. Man sieht's. Und was ist das? Oh Gott. Okay, gut. Hallo, Carpador? Stirb. Achso, das war gar keine Fähigkeit. Der hat auch keine. Ich hätte jetzt gedacht, das ist auch bestimmt jetzt der letzte Kristall. Dich lasse ich getrost in Ruhe. Oh Gott. Oh ja, komm her. Oh, das ist jetzt gerade die beste Fähigkeit, die man dafür kriegen kann. Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Ja, okay, ich glaube, das kann ich nicht killen. Ist ja auch im Hintergrund, das Viech. Dann bleibe ich lieber hier weiter oben. Ich denke mal, da ganz oben wird jetzt auch nicht sein. Ich glaube, so asozial sind die Entwickler nicht. Und dazwischen... War dazwischen jetzt ein Kristall? Ja, komm, da wird keiner sein. Ich denke mal, jetzt wird wieder ein Boss kommen. Was? Was war's? Mir hat jetzt noch ein Kristall gefehlt, oder? Was will ich denn am besten nehmen? Und das Eis? Ja, oder ein Stern. Okay. Ist auch okay. Nein, es hat ein Kristall gefehlt. Na gut, dann würde ich sagen, ich werde mir den Kristall noch holen. Mal gucken, wo der war. Ich würde aber sagen, das ist jetzt so eine Stelle, weil jetzt haben wir, glaube ich, schon langsam genug gesehen. Langsam würde ich behaupten, ich kenne mich genug aus, dass ich jetzt mal auf eigene Faust danach suchen werde. Deswegen sehen wir uns einfach an der Stelle wieder, wo ich den Kristall übersehen habe. So, wir machen das Level jetzt nochmal kurz zusammen, denn... Ich habe mich jetzt nochmal ganz kurz informiert, wie man jetzt an die dritte Scherbe drankommt, weil ich habe jetzt wirklich alles ausprobiert und es ging einfach nichts. Und man muss eine Art von Kombination benutzen, um an da dran zu kommen. Da kommt man einfach überhaupt nicht drauf, vor allem weil das auch Gegner sind, die findet man auch gar nicht so richtig am selben Ort. Das ist richtig blöd. Ach ja, und ich habe mich ja beschwert, dass man hier nicht rennen kann. Man kann schon rennen, aber wirklich nur so einen ganz kleinen Sprint machen. Mehr ist das nicht. Wir brauchen nämlich die Steinfähigkeit. Und werden die jetzt auch nicht mehr wechseln. Denn man bekommt ja hier ziemlich am Anfang diese Steinfähigkeit.
Ja gut, man bekommt einen kleinen Hinweis, fällt mir jetzt so gerade im Nachhinein auf. Aber das ist ein Hinweis, den sieht man echt nicht so leicht. Ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, was ich meine. Wir werden jetzt auch hier ein bisschen durchrushen. Ich weiß jetzt auch, wofür diese gelbe Leiste unten ist, denn wenn die voll ist, also wenn man die ganzen Sterne einsammelt, wenn die Leiste voll ist, dann kriegt man noch ein extra Leben. Und ist natürlich eine ganz nette Sache, weil, wie man sieht, gibt es hier nämlich ein Leben, das ist ja die große Zahl unten links. Und wenn man eben Game Over ist, muss man ja dann eben das Level wieder ganz von neu anfangen und das will man natürlich nicht so gern. Und so fängt man ja beim letzten Screen, sag ich mal, an oder so beim letzten Save Point. So. Die blauen Sterne geben dabei besonders viele Punkte. Ich glaube 5 Stück oder so. Und sind nochmal bei dem Gegner. Machen wir einfach dasselbe wie gerade. Oh, das habe ich nur gerade ein bisschen kacke gebaut. Moment, ich hab's gleich. So, perfekt. Das ist wirklich kein Problem. Moment, ich will da noch hin. So, haben wir jetzt noch ein 6. Leben. Also ich werde allgemein auf einen Guide zurückgreifen müssen, wenn ich jetzt wirklich nicht von selbst drauf komme, wo die ganzen Scherben sind. Weil, wenn das jetzt weiter so geht, dass manche Scherben so richtig blöd versteckt sind, dann, ja dann, habe ich schon mal viel Spaß. Beim Nachhinein fällt mir gleich ein, ich kann das nämlich gleich zeigen, wenn wir an der Stelle sind. Es gibt doch einen kleinen Hinweis. Ich sag mal so, vielleicht sollte ich mich mehr auf Farben auch konzentrieren, weil ich glaube, farbliche Hinweise gibt es hier schon einige. Dass einiges mit Farben gekennzeichnet wird. Habe ich so im Nachhinein das Gefühl. Vielleicht kann man sich auch schon denken, wo jetzt der dritte Spieltag war. Weil ich mich an der Stelle nämlich auch kurz aufgehalten hatte gerade. Der Kollege sprengt hier wieder alles frei. So, sehr gut. Komm schnell raus hier! Ja, klar. Und zwar, der dritte Spieltag ist nämlich hier. Und hier ist nämlich gelb-braun. Und wir haben praktisch eine braune Fähigkeit, kann man sagen. Die Erdfähigkeit. Aber wie gesagt, das Behinderte ist diese Erdfähigkeit. Die kriegt man ja jetzt richtig am Anfang des Levels. Und danach ja nicht mehr. So, wir gehen jetzt aber hier runter. Wir können schön hier runterrollen. Uns nämlich angedacht, dass wir jetzt nämlich dazu... Und, oh, bitte... Bitte mach jetzt keine Scheiße. Nein! Warum hat er das jetzt gespuckt? Ah, ich hab's nicht runtergeschluckt. Ja. Es war nämlich angedacht, dass man diese Erdfähigkeit mit der Elektrofähigkeit kombiniert. Um dann da was zu bekommen. Womit man dann dieses Tor aufmachen kann. Das hat sich soeben erledigt. Geil. Wohl, oder? Nein, jetzt habe ich gar nichts mehr. Okay. Ich stelle dich gerade an. Yay. Okay, ich würde sagen, ich spiele es nochmal durch, weil das muss man jetzt echt nicht nochmal zeigen. Und das würde ich dann entsprechend nochmal rausschneiden. Oh, perfekt. Nice, volle KP. Okay, wir sehen uns an besagter Stelle dann wieder. Hoffentlich dann mit richtiger Fähigkeit. So, jetzt habe ich endlich mal besagte Fähigkeit. Oh, nice, und da ist der. Und falls ihr mal kurz so ein Knallen draußen hören solltet, wundert euch nicht, ich weiß nicht warum, aber da wird auf einmal ein Feuerwerk gezündet. Das Schöne ist, ich kann es gerade noch direkt aus dem Fenster sehen. Ist eine schöne Sache. Ist halt nur laut. Kann sein, weil wir haben hier nämlich, ich weiß nicht, was heute ist, weil ich habe natürlich keine Ahnung von, ob heute wieder so ein Kirmesfest ist bei uns in der Nähe, weil da habe ich nämlich jedes Jahr oder jedes halbe, da ist mal so eins bei uns im Ort. Kann sein, dass heute auch wieder so eins ist und ich habe es nur nicht mitbekommen. Naja, wenn nicht, wäre ich wahrscheinlich eh nicht hingegangen. Ich habe am Samstagabend Besseres zu tun, zum Beispiel aufnehmen. Nee, vielleicht weiß der andere oder andere, ich bin eh nicht so der Party-Typ, ich... Da, während andere feiern gehen, hänge ich ein bisschen zu Hause rum. Finde ich doch ein bisschen schöner. Okay, jetzt haben wir doch ein bisschen länger als gedacht an dem Level verbraucht. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Ich denke mal, dass wir dann hoffentlich dann die zweite Welt abschließen. Ich denke mal, das ist allgemein ganz gut, wenn wir dann immer in drei Parts dann immer zwei Level abschließen. In drei Parts zwei Welten abschließen.
Na gut, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei und bis dann.